Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Willkommen zum VfR TV. Vorbereitung hat angefangen. Hallo Daniel, schön, dass du wieder Zeit hattest. Drei Testspiele sind rum. Ergebnis brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, aber wie fit ist die Mannschaft? Bei wie viel Prozent sind wir momentan? Oh, da fehlt noch ganz schön viel. Die Ergebnisse hören sich zwar ganz gut an, aber es fehlt da noch sehr groß in der Abstimmung. Wir müssen noch ganz viele neue Spieler wirklich integrieren in das System. Wir müssen jetzt lernen, die nächsten Spiele im Verbund defensiv zu arbeiten. Offensiv sieht das wirklich ganz gut aus, aber die Defensive macht mir noch ein bisschen Sorge und da müssen wir schon noch was machen und bis dann um Punkte geht, sodass wir dann wirklich auch hinten gut stehen und nicht immer ein Tor mehr schießen müssen als der Gegner. Du sagst ja gerade selber, die Neuen musst du auch noch mit einbinden. Wir sind aber durch die Neuen auch sehr variabel geworden, oder? Defensiv wie offensiv, richtig? Richtig, nur ist es ja so, uns fehlt zum jetzigen Zeitpunkt die komplette Innenverteidigung noch mit Flo Meier und mit Dani Steinacher. Das ist natürlich schwierig, dann hinten wirklich die Ordnung zu trainieren, wenn dir ein ganz wichtiges Element fehlt und jeder weiß, dass er zurzeit hinten spielt, dass eigentlich die zwei fehlen und er nur den Platzhalter spielt, solange bis die wieder 100% fit sind. Deswegen macht das Ganze nicht so einfach. Wir legen natürlich viel Augenmerk zurzeit auf Ballbesitz, auf Vorwärtsspielen. Jetzt kommen die Spiele gegen Bayern und gegen der erste richtige Gegner. Der erste richtige, naja gut, das sind schon ganz gute Mannschaften, auch die Landesligamannschaft, das darf man nicht unterschätzen. Da sind schon auch gute Fußballer dabei, vor allen Dingen die Ergebnisse fallen so aus wie heute, weil beide Mannschaften viel wechseln in der zweiten Halbzeit. Also darf man es dann auch nicht zu ernst nehmen, ob man dann noch zwei oder drei Tore am Schluss schießt, sondern wichtig ist, was auch in der ersten Halbzeit passiert, wenn der Gegner läuferisch mithalten kann. Da müssen wir halt alle, wie gesagt, noch wirklich integrieren und das variable Spiel, es muss jetzt sich mal langsam rauskristallisieren, wer welche Position spielt, damit man das einspielen kann. Und du hast angesprochen, die Innenverteidigung fehlt, wann können wir mit dem rechnen? Ich gehe beim Flo Meier von Anfang September aus und beim Dani Steinacher denke ich mal, dass er in zwei Wochen voll einsteigt ins Training zu 100% und dann schauen wir mal, dass wir ihn Ende Juli, Anfang August wieder ins Spielbetrieb kriegen. Die Offensive, ich meine, heute haben wir viele Tore gesehen, aber wie stark ist unsere Offensive wirklich? Wie variabel, was sagst du? Wie schätzt du es ein? Ich glaube schon, dass wir sehr variabel vorne sind, dass wir auch von der Bank nochmal offensiv gut nacharbeiten können. Wir müssen uns ein bisschen noch umgewöhnen, was Mittelstürmer angeht. Da sind wir noch ein bisschen schwankend. Alle, die es bisher ausprobiert haben, machen es nicht schlecht, aber da ist noch viel Lernpotenzial da. Es muss halt noch abgestimmt werden. Und da arbeiten wir halt gerade dran. Ich bin froh um die Auswahl, die ich habe. Aber wie gesagt, Feinschliff muss noch sein und vor allen Dingen, es müssen jetzt auch die ernsten Spiele werden. Aber du gerade sagst, von der Bank hast du auch Offensive, die kommen heute Micky. Ich meine, der hat ja gleich zweimal Dinger rausgezaubert, getroffen und vorbereitet. Ja, bei Micky. Unten eingewechselt, muss man auch sagen. Ja, bei Micky wissen wir, gehört jetzt nicht fest zum Kader dazu, aber wichtig ist, wenn wir so dünn besetzt sind, dass ich sicherlich auch mal positiv nachlegen kann aus der zweiten. Und jetzt in der Bayernliga ist es ein bisschen einfacher, auch gegen so Landesligisten, wie das in der Regionalliga war. Mhm. Micky hat mich gebeten, dass er bei uns trainieren kann, weil er fit werden möchte. Mhm. Und das ist natürlich. Das heißt, er will angreifen und seine Chance probieren, in die erste zu kommen. Ja, ich denke, er will einfach fit mal in die Vorbereitung gehen für die zweite und dann werden wir immer mal sehen, wenn Bedarf ist, hat man jemanden in der Hinterhand, das ist halt auch wichtig. Was erwartet uns gegen Bayern? Eine noch geschwächtere Truppe von unserer Seite aus. Wir haben mit Maiko, mit dem Dennis zwei, die im Festumzug dabei sind und die haben mit Daniel Zuck ja noch jemand, der im Urlaub weilt. Also ja, zurzeit ist wirklich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, die Fans, die kommen, werden wieder ein offensives Spektakel von uns sehen, auch falls es vielleicht nach hinten losgeht.
Ja, wir werden uns mal wirklich, wir müssen ein bisschen was lernen, was Defensivarbeit angeht. Und da müssen wir da bis Bayern gut denken. Wunderbar, mit den Worten möchte ich mich auch verabschieden. Somit würden wir uns sehr freuen, wenn wir natürlich viele zahlreiche Zuschauer gegen Bayern 2 kommen und damit auf Wiedersehen. Perfekt. Merci.